Und ich begrüße Gerner Blümel jetzt live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Grüß Gott, Herr Wolf. Herr Finanzminister, man weiß bei allen anderen Spitzenkandidaten, die wollen nach dem 11. Oktober in Wien Politik machen, in irgendeiner Funktion. Bei Ihnen wissen es die Wähler nicht. Vielleicht können wir es jetzt mal klarstellen, ein für alle Mal. Kandidieren Sie jetzt wirklich für den Wiener Gemeinderat oder gehen Sie nur in die Wiener Politik, wenn Sie ein Regierungsamt bekommen? Ich habe immer gesagt, ich möchte dort tätig sein, wo ich möglichst viel auch für meine Heimatstadt Wien tun kann. Und ich habe mich ja de facto schon vor 5 Jahren für Wien entschieden. Ich habe damals eine Bundesfunktion aufgegeben. Ich war damals Generalsekretär einer Regierungspartei auf Bundesebene und habe eine Landespartei übernommen, die gerade 9% gehabt hat. Auch damals bin ich gefragt worden, warum man sich das antut. Und schon damals ist die Antwort dieselbe. Ich möchte für Wien mitgestalten und diese Antwort gilt nach wie vor. Ich kenne mich jetzt trotzdem noch nicht aus. Gehen Sie jedenfalls in den Wiener Gemeinderat oder nur, wenn Sie ein Regierungsamt bekommen? Wir wollen natürlich mitregieren, weil wir wissen, dass wir in der Regierung mehr mitgestalten können. Und das ist auch für jeden Politiker etwas Normales. Es kann für mich persönlich, nachdem ich in Wien lebe, nachdem meine Tochter jetzt in Wien auf die Welt gekommen ist, auch nichts Schöneres geben, als für Wien etwas tun zu können. Und heißt das, Sie gehen nur nach Wien, wenn Sie ein Regierungsamt bekommen? Und ich darf Ihnen sagen, auch als Finanzminister weiß ich, dass es für ganz Österreich kaum etwas Wichtigeres geben kann, als Wien weiter nach vorne zu bringen. Ich möchte dort tätig sein, wo ich möglichst viel gestalten kann. Das ist in der Regierung einfacher möglich als in Opposition. Das heißt, Sie werden entweder in Wien in die Regierung kommen oder Sie bleiben in der Bundesregierung. Das sind die wahrscheinlichsten Optionen. Jetzt kennt man sich aus. Jetzt sind Sie ja Finanzminister in der tiefsten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik mit den größten Hilfspaketen, dem größten Defizit, dem schwierigsten Budget. Wirklich mehr als genug zu tun, würde man meinen. Ist es in dieser Situation wirklich verantwortlich, daneben in Wien fast hauptberuflich Wahlkampf zu machen, noch dazu, wo nicht mal sicher ist, dass Sie in die Wiener Politik wechseln? Also zunächst mal, das ist ja in der Demokratie etwas ganz Normales, dass Personen in exekutiver Funktion auch für einen Wahlkampf antreten. Aber normalerweise dort, wo Sie in der exekutiven Funktion sind. Also der Wiener Bürgermeister kandidiert in Wien. Ich habe gerade den deutschen Kollegen getroffen, der auch Finanzminister ist und sich als Bundeskanzler bewirbt. Auch das ist auf der Bundesebene. Nichts Neues. Sie haben recht, das ist eine Doppelbelastung. Aber Wien ist mir das wert. Denn ich glaube, dass gerade für ganz Österreich es nicht egal ist, wie es um Wien steht. Und wenn wir uns die Daten ansehen, dann hat sich in den letzten Jahren einiges verändert, wo wir eine Alternative aufzeigen wollen. Jetzt kenne ich mich inhaltlich aber auch noch nicht ganz aus, abgesehen von Personellen, da ist es jetzt klarer geworden. Weil es sind jetzt noch 6 Wochen bis zur Wahl und ich kann nirgendwo ein Wahlprogramm der Wiener ÖVP finden. Wenn man auf ihre Homepage geht, da gibt es einen eigenen Punkt, wofür wir stehen. Und da finde ich dann das, das sind 5 Überschriften und exakt 13 Zeilen Text. Ist das ein bisschen wenig? Wir haben gesagt, wir wollen einen möglichst kurzen, intensiven Wahlkampf führen. Das Wahlprogramm wird rechtzeitig vorgestellt. Ich hoffe, Sie berichten dann auch darüber, wie Sie sagen, völlig richtig. Aber ich kann Ihnen die Ideen, die wir haben, ja sagen. Wir wollen einen alternativen Weg für Wien aufzeigen, anders als Rot-Grün, einen türkisen Weg. Das heißt, eine Mitte-Rechts-Politik mit Anstand zu machen. Und das heißt auch, dass wir die Integrationsversäumnisse in Wien aufzeigen wollen, lösen wollen. Siehe Favoriten, wo wir sehen, dass ausländische Konflikte auf österreichischem Boden importiert werden durch eine verfehlte Integrationspolitik. Wir wissen, dass Wien noch immer ein Magnet für Mindestsicherungsbezieher ist. Also die Zuwanderung ins Sozialsystem muss beendet werden. Und auch was den Standort betrifft, gehört viel getan. Vor Rot-Grün war das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen. Da war in Wien an erster Stelle der Bundesländer, mittlerweile an letzter Stelle. Da gibt es viel zu tun. Das gilt für ganz Österreich, aber vor allem auch für Wien. Jetzt haben Sie schon gesagt, eines Ihrer zentralen Themen ist die Integration. Aber nirgendwo auf Ihrer Kandidatenliste finde ich eine Migrationsexpertin oder auch nur einen Kandidaten mit Migrationshintergrund, der in dem Bereich Expertise hätte. Ja, wir als Türkise haben ja viel Expertise in dem Bereich. Wir haben auf Bundesebene ja, die Integrationsministerin kandidiert ja nicht in Wien. Und wir haben ja mit der gesamten türkisen Bewegung gerade dieses Thema in den letzten Jahren ja auch so angegriffen, dass die Probleme, die es gibt, auch gelöst werden sollen. Früher hat die FPÖ manche Themen aufgezeigt und da muss ich auch sagen, so viel auch schlecht gelaufen ist in der FPÖ die letzte Zeit. Aber manche Themen waren da schon richtig und das haben wir auch aufgegriffen, das wollen wir auch umsetzen, denn wir können nicht zuschauen, dass die Situation, wie sie in Favoriten ist, sich weiter fortsetzt. Und die einzige Möglichkeit, das in Wien noch ändern zu können, ist eine möglichst starke türkise Bewegung in Wien zu haben. Auf einem der vordersten Plätze Ihrer Liste steht der ehemalige Ö3-Moderator Peter L. Eppinger, der in den letzten 3 Jahren so etwas wie der Chefanimateur der türkisen Bewegung war. Die Stimme der Bewegung. Was genau ist seine Expertise als Wiener Kommunalpolitiker?
Peter Elleping hat viel Erfahrung gesammelt, hat die letzten Jahre Sebastian Kurz in allen Wahlkämpfen begleitet, hat die Bewegung aufgebaut, ist ein engagierter Politiker geworden und deswegen freue ich mich, dass er mit auf der Liste ist. Er ist weithin bekannt, nicht nur seine Stimme, mittlerweile ja auch sein Gesicht, er war ja auch ein Kollege von Ihnen und ich bin froh, dass er mit auf der Liste ist. Die Bundes-ÖVP hat in den letzten Jahren keine Gelegenheit ausgelassen, darauf hinzuweisen, wie schrecklich alles in Wien ist. Zuletzt in der Corona-Krise. Innenminister Nehammer mit einer Eilpressekonferenz, weil es in Wien einen Corona-Cluster gegeben hat. Interessanterweise ist es ähnlich große Cluster in ÖVP-regierten Bundesländern. Gab es keine Eilpressekonferenzen. Und berühmt geworden ist Sebastian Kurz, Wiener Waldviertler, der über Wien mal gesagt hat, Zitat, ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familie nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen. Glauben Sie, das hilft Ihnen bei den Wiener Wählern? Ja, zunächst mal, die Wahrheit muss schon gesagt werden dürfen. Und wenn wir sehen, dass Wien, die Wahrheit über Wien? Dass Wien bei 20% der Einwohner 60% der Mindestsicherungsbezieher ganz Österreichs hat und dass wir aus den verschiedensten Berichten wissen, dass in Wien die Sozialhilfe auch so ausgebaut wird, dass die Grünen eigentlich wollten, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen wird und dadurch so ausgebaut ist, dass man in Wien teilweise mehr fürs Nichtstun bekommt als in anderen Bundesländern fürs Arbeiten, dann ist das ein Problem, weil es auch eine Ungerechtigkeit gegenüber den Leistungsträgern in der Gesellschaft ist, die aufstehen, die arbeiten gehen, die Steuern zahlen und auch da gehört etwas anderes gemacht. Wie genau bekommt man in Wien mehr Geld fürs Nichtstun als fürs Arbeiten woanders? Es sind die Zuschläge, die es teilweise gibt, bei der Sozialhilfe höher als in anderen Bundesländern und die Kontrollen wesentlich geringer. Wir haben versucht, da müssen Sie aber schon wirklich extreme Fälle konstruieren. Wir haben versucht, das mit einem Mindestsicherungsgesetz auf Bundesebene auch zu korrigieren. Das ist zum Teil gehoben worden, es ist aber das Rahmengesetz in Kraft und Rot-Grün hat dieses Gesetz in Wien noch immer nicht umgesetzt. Jetzt haben Sie im Gegensatz zu früheren Wiener ÖVP-Spitzenkandidaten den Startvorteil, dass Sie als Finanzminister extrem bekannt sind, aber als Nachteil haben Sie, dass Sie ein paar recht unrunde Monate als Finanzminister hinter sich haben, von ein paar vergessenen Nullen im Budgetgesetz über das Aufsichtsdebakel bei der Kommerzialbank Burgenland, die Ermittlungen in der verstaatlichten Holding ÖBAG, die Auerprämien jetzt erst vor 2 Wochen, bis zu Ihrem viel kritisierten Auftritt im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wie sehr beschädigt Sie denn das alles als Spitzenkandidat? Ich glaube, wenn man als Politiker in einer exponierten Funktion tätig ist, dann muss man mit Kritik auch umgehen können. Wir haben aber gezeigt, dass wir eine sehr professionelle und gute Arbeit in der Bundesregierung leisten, gerade in der Corona-Krise, aber auch in der letzten Bundesregierung, der wir angehört haben. Und ich möchte dieses professionelle Handwerk auch in Wien umsetzen. Aber damit viele den Eindruck, so professionell ist das mit Ihnen nicht, wenn Sie im Budget ein paar Nullen vergessen. Bei allem Respekt, ein ähnlicher Fehler und das sollte nicht passieren. Das tut mir auch leid, aber ich möchte nicht auf jetzt einzelne Beamte zeigen, weil da ist viel gearbeitet worden. Beim Abänderungsantrag ist eine Referenzgröße vergessen worden. Ein ähnlicher Fehler ist vor einigen Jahren passiert. Und Hand aufs Herz, jeder weiß, was gemeint war. Und es ist keine leichte Situation in dieser Corona-Krise, auch alles so gut abzuwickeln, wie wir das getan haben. Ich habe heute meine Kollegen aus dem deutschsprachigen Raum zu Gast gehabt und überall gibt es sehr, sehr ähnliche Probleme. Das ist bedingt durch diese größte Wirtschaftskrise, die ausgelöst durch das Virus war. Aber Österreich kommt besser durch die Krise als andere und bei den Hilfen sind wir im internationalen Vergleich unter den Besten. Was in anderen Ländern nicht gibt, ist ein Ibiza-Untersuchungsausschuss und das hat jetzt auch nichts mit Beamten zu tun, weil was wirklich viele Menschen irritiert hat, ist, Sie sind ein junger, sichtlich fitter Mann und dann sagen Sie im Untersuchungsausschuss innerhalb von wenigen Stunden mehr als 80 Mal, dass Sie sich an Vorgänge aus der türkis-blauen Koalition, die jetzt nicht Jahrzehnte her ist, nicht erinnern können und Sie wissen nicht mehr, ob Sie einen Laptop hatten als Minister. Wer soll Ihnen denn das glauben? Also ich bin froh, dass Sie den letzten Teil ansprechen, dann kann ich das endlich auch hier klarstellen. Natürlich habe ich privat einen Laptop, ich verwende keinen dienstlichen Laptop, aber ich glaube, es ist ja auch egal, wie man arbeitet, das Ergebnis zählt. Und mittlerweile aber im Ausschuss haben Sie gesagt, Sie wissen es nicht mehr. Mittlerweile haben ja auch einige Politiker bekannt, dass sie auch ohne Laptop arbeiten. Ja, aber Sie haben im Ausschuss nicht gesagt, Sie haben Frage, keine, sondern Sie wissen es nicht mehr. Herr Wolf, Sie haben sicherlich die Protokolle im Untersuchungsausschuss gelesen. Und da sehen Sie auch, dass die Frage ist, ob der Laptop zurückgegeben worden ist. Und ich habe gesagt, sofern es einen Laptop vom Bundeskanzleramt gegeben hat, ist er auch ans Bundeskanzleramt zurückgegangen. Ja, genau. Ich arbeite ohne Laptop. Ob einer veraktet worden ist, das war mir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Erinnerung. Mittlerweile weiß ich, dass einer veraktet war, den habe ich aber nicht verwendet. Insofern ist die Antwort korrekt. Sogar Ihr enger Parteifreund, Nationalratspräsident Sobotka, sagt, die Geschichte mit dem Laptop war schon ein wenig provozierend und Ihre Antworten im Ausschuss waren zu flapsig.
So eine persönliche Aufnahme. Ich war 5 Stunden im Ausschuss, habe viele Fragen gestellt bekommen, die auch mit meinem Tätigkeitsbereich nichts zu tun gehabt haben. Hunderte Fragen. Und da waren einige Skurrile dabei, wie zum Beispiel die Frage, können Sie sich erinnern, ob Sie jemals bei einem Gespräch gefilmt worden sind? Wenn Ihnen diese Frage jemand stellt, was sagen Sie dann genau darauf? Und insofern, glaube ich, ergibt sich das aus den teilweise skurrilen Fragen. Gut, es waren auch viele Nicht-Skurrile dabei. Und dann mehr die habe ich auch beantwortet. Mehr als 80 konnten Sie sich nicht erinnern. Fast 500 Fragen sind gestellt worden, Herr Wolf. Gut, aber an ein Sechstel konnten Sie sich nicht erinnern. Ja, weil teilweise oft nachgefragt worden ist bei derselben Frage und da ist auch dieselbe Antwort immer da. Sie müssen beim Untersuchungsausschuss schon auch darauf Rücksicht nehmen, dass natürlich die Oppositionsparteien nicht ausschließlich immer nur an der wirklichen Aufklärung interessiert sind, sondern teilweise natürlich auch das als Bühne benutzen. Das verstehe ich als Demokrat, aber bitte das auch so einzuordnen. Und jetzt nochmal zur Frage, wie Sie Ihre Vorstellungen in Wien realisieren wollen. Jetzt haben Sie jetzt gesagt, Sie wollen eine Mitte-Rechtspolitik mit Anstand dort machen. Eine Mitte-Rechtspolitik wird in einer Koalition mit der SPÖ aber nicht möglich sein. Wie wollen Sie es dann machen? Wir haben ja immer es schon so gehalten, dass wir vor der Wahl, nach der Wahl, in einer Koalition oder auch in Opposition immer dieselben Prinzipien verfolgen. Und welche Koalition es nach der Wahl geben wird, da werden Sie vor allem auch mit der stimmenstärksten, voraussichtlich stimmenstärksten Partei sprechen müssen, denn die wird er dann zu Gesprächen einladen. Wofür sich diese Partei dann entscheidet, das weiß ich nicht. Ich kann Ihnen sagen, was wir dort einbringen werden und das ist unser türkiser Kurs für Wien. Gut, jetzt gibt es ja theoretisch eine Möglichkeit, einen SPÖ-Bürgermeister zu verhindern, nämlich wenn die NEOS und die ÖVP einen grünen Bürgermeister wählen, weil die NEOS werden nicht Sie wählen, das haben Sie ja schon ausdrücklich mehrfach gesagt. Ist das denkbar, dass Sie eine grüne Bürgermeisterin wählen? Das ist allein schon von den Daten her unrealistisch. Und darüber hinaus hat ja die NEOS, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit uns schon ausgeschlossen, mit anderen auch. Insofern ist das Theorie. Es wird wahrscheinlich so sein, dass auch der nächste Bürgermeister von der SPÖ gestellt wird. Und wir sind dazu da, eine türkise Haltung einzubringen. Je mehr Zugewinn wir bekommen, desto stärker können wir uns einbringen. Sie werden am Wahlabend, habe ich schon gesagt, jedenfalls einer der Wahlsieger sein, weil von 9,5% geht es quasi schon schwerkraftmäßig nicht mehr weiter nach unten. Das hat man beim vorletzten Mal auch schon gesagt bei der ÖVP Wien, dass da nicht weiter nach unten geht. Gut. Wenn es weiter nach unten gehen würde, treten Sie zurück, oder? Ich habe vor, den größtmöglichen Zugewinn aller Parteien zu haben. Gut, das ist jetzt nicht sehr ambitioniert. Ich glaube aber, dass die Umfragen, wie sie da sind, weit übertrieben sind. Wir starten von einem wirklich niedrigen Niveau. Aber ich hoffe, dass wir möglichst viel zusätzlichen Zusprung gewinnen. Gut, das ist jetzt verständlich, dass Sie sagen, die Umfragen sind zu optimistisch, weil je tiefer Sie die Latte legen, umso leichter ist sie zu überspringen. Der größte Zugewinn ist angesichts der Ausgangssituation nicht sehr schwer. Es werden ungefähr 20 Prozentpunkte von der FPÖ frei. Die ÖVP hat bei der Nationalratswahl im Herbst, nicht so lange her, knapp 25% geschafft in Wien. Ist das auch Ihre Latte? Nein, auf keinen Fall. Es war ja immer so, dass die Herausforderung für die ÖVP in Wien eine andere war als auf Bundesebene. Wenn man so auf die 18-19% kommen würde, dann wäre das das beste Ergebnis seit 1987. Damals war ja noch Kalter Krieg, Österreich war nicht Mitglied der Union. Also da hat sich viel getan seither. Das heißt, das ist eine große Herausforderung. Ich hoffe, wir machen einen großen Sprung und vielleicht können wir dann bei der nächsten Wahl den nächsten Schritt gehen. Herr Finanzminister, danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank.